Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Wir schauen jetzt wieder auf die neuen Wettermodelle. Was tut sich Richtung Weihnachten? Ja, und es ist mal wieder spannend zu Weihnachten, was sich tut. Allerdings, irgendwie kommt es einem ja manchmal so vor, dass genau zu Weihnachten immer die Wetterentwicklung sehr besonders und spannend und interessant ist. Das hat einfach damit zu tun, dass wir Weihnachten natürlich schon ziemlich früh, ziemlich weit schauen, weil natürlich das Interesse besteht. Allerdings ist es, wenn wir jetzt heute überlegen, es sind ja noch 8, 9 Tage bis Weihnachten, da ist es natürlich logisch, dass es einfach noch ziemlich unsicher ist und dass es natürlich so gesehen dann auch spannend ist, was sich zu Weihnachten tut. Ich will euch dazu zunächst mal einen kurzen Rückblick zeigen, und zwar seht ihr hier eine Tabelle. Das ist jeweils immer für den ersten Weihnachtsfeiertag, also den 25.12. aus den vergangenen 11 Jahren. Wir sehen das hier seit 2010. Es sind verschiedene Städte aufgeführt, größere Städte. Dieses TX bedeutet, das ist die Tageshöchsttemperatur, TN die Tagestiefstemperatur. Und dann haben wir noch die Schneehöhe hier mit SH bezeichnet. Wir sehen, 2010 war zuletzt das flächige, eisige, also flächig weiße und auch eisige Weihnachten in Deutschland. Und es könnte durchaus sein, nachdem wir sehen, die letzten 10 Weihnachten waren flächig in Deutschland eher ziemlich mild und eben auch schneefrei, jetzt mal abgesehen von teilweise einigen höheren Lagen, könnte es doch das zumindest kälteste Weihnachten seit 2010 werden, was uns jetzt bevorsteht. Diesen Rückblick findet ihr auch im Wetterkanal, seit 1950 übrigens. Verlinke ich euch mal hier unter dem YouTube-Video auch, da könnt ihr den Weihnachtsrückblick schauen. Wir blicken jetzt in die Zukunft, schauen zunächst nochmal auf das eher unspektakuläre Wochenende, was sich am Samstag und am Sonntag tut, beziehungsweise was wir für ein Wetter zu erwarten haben. Wir sehen, es ändert sich nicht allzu viel. Wir haben häufig dieses Grau, Nebel, Hochnebel in Deutschland. Am ehesten wird es so die höheren Lagen im Süden, abseits der Flusstäler, wo sich Nebel zäh halten kann, wird es im Süden doch am meisten Sonnenschein geben. Vor allem dort eben die etwas höheren Lagen. Ansonsten aber doch viel Grau. Am Sonntag könnte es im Nordosten Richtung Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern durchaus auch sonniger werden, mit dem Einfließen etwas trockenerer Luft. Ja, die Temperaturen ändern sich auch nicht. Durchaus mal so knapp zweistellig von NRW, Niedersachsen besonders. Am kältesten bleibt es tendenziell so Richtung östliche Mittelgebirge und Bayern. Vor allem hier in einigen Dauernebelgebieten unten in den Flusstälern und Niederungen. Da bleibt es wohl am kältesten. Die Entscheidung so Richtung Weihnachten, da tut sich dann schon was eher so zu Wochenbeginn. Da müssen wir uns mal die Wetterlage genauer anschauen. Und zwar blicken wir dazu dann mal auf den Dienstag und schauen uns die Höhenwetterkarte an. Wir sehen diesen Hochdruckkeil, der sich eher mit dem Schwerpunkt so westlich von uns erstreckt. Und entscheidend wird dann werden, was tut sich hier Richtung Skandinavien. Der bildet sich, wir sehen so ein bisschen ein Randtief aus, also so eine Austrogung Richtung Skandinavien, ausgehend von diesem großen, hochreichenden Tiefdruckkomplex, weiter hier Richtung Nordosteuropa, Richtung Russland. Und es ist entscheidend, wenn dieser hier nach Süden zieht, ob er dann auf der Rückseite eisige Kaltluftmassen zu Weihnachten anzapfen wird. Das ist also auch in den Wettermodellen noch etwas unterschiedlich, wie stark bildet sich hier ein Tief aus, wo eiert es genau hin, und das ist die Entscheidung Richtung Weihnachten. Wir sehen aber auch erstmal zu Wochenbeginn, dass die ganz große Kälte, der Arctic Outbreak mit wirklich ja, Temperaturen minus 10 bis minus 20 Grad, der befindet sich doch erstmal ziemlich weit östlich und wird uns, wenn überhaupt, eben nur am Rande tangieren. Das sehen wir also erstmal zu Wochenbeginn, was so im Bereich ist, dass die Entwicklung erstmal schon halbwegs sicher ist. Und deswegen, weil das eben dann Richtung Dienstag, Richtung Wochenbeginn noch große Unsicherheiten gibt, ist natürlich die Entwicklung Richtung Weihnachten, vor allem was den genauen Temperaturverlauf betrifft, noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Wir schauen uns jetzt verschiedene Karten mal für den 24.12. an. Ja, und da blicken wir zunächst mal auf zwei Wettermodelle. Und zwar sehen wir nach dem ECMWF-Wettermodell, es tut sich schon eine recht interessante Entwicklung. Und zwar wird hier diese eisige Kaltluft mehr und mehr angezapft, dass sie eben auch immer mehr zu Wochenbeginn und Richtung Weihnachten, Richtung Deutschland sich ausdehnen wird. Gleichzeitig haben wir aber auch vermehrte Tiefdruckaktivität, die sich hier auf dem Atlantik breit machen wird. Ja, und da könnte es sogar nach dem ECMWF-Wettermodell im Laufe der Weihnachtstage zu einer Luftmassengrenze kommen, wenn dieses Tiefdruckgebiet mit milderen Luftmassen gegen die kältere Luft drückt.
wäre sogar eine Luftmassengrenze möglich. Also wir haben schon wieder dann so ein bisschen ein Luftmassengerangel über Deutschland. Und wie weit sich genau diese eisige Luftmasse dann durchsetzen wird Richtung Deutschland oder ob mehr schon der Atlantik dagegen drückt, ja, das ist noch ein bisschen fraglich. Insgesamt sieht es aber doch eher kalt aus. Nach dem US-Wettermodell, und das ist eben von heute Morgen die Berechnung, die neueste Berechnung trudelt jetzt gerade schon wieder ein. Das Modell kommt ja alle 6 Stunden neu und deswegen gibt es natürlich immer mal wieder neue Erkenntnisse, die uns aber auch nicht viel weiterhelfen, wenn man jetzt alle 6 Stunden jeden einzelnen Lauf, jede einzelne Berechnung da genau auseinanderpflückt. Deswegen zeige ich euch mal von heute Morgen das US-Wettermodell, denn es kommt auf kleine Details an. Wir sehen am Rande dieses kleinen Hochdruckgebietes, da könnte dann nämlich schon ganz schnell in den Nordwesten, auch der totale Klassiker, dann eben von Nordwesten her diese Nordseebrühe reinsuppen und schon wäre es wieder eben bei deutlichen Plusgraden, speziell so Niedersachsen, Schleswig-Holstein, NRW, wir kennen das, da suppt eben schnell die Nordseesuppe rein. Es kommt auf die bodennahen Winde an. Wenn die aus Nordwesten kommen von der Nordsee, ist da natürlich in Sachen Frost nichts zu holen. Das ist also sehr entscheidend. Ihr seht, das hängt schon von kleinen Details ab, wie sich genau die Druckgebilde positionieren. Und das sind eben noch ein paar Unsicherheiten. Deswegen müssen wir uns einfach anschauen, was ist so am wahrscheinlichsten. Und dazu schauen wir uns natürlich auch mal ein paar Diagramme an. Und wir blicken zunächst mal hier. Das sind die neuesten Ensembles hier aus dem ECMWF-Wettermodell. So für den Osten habe ich mal herausgesucht. Spielt keine große Rolle. Da ist man ja näher an der Kaltluft dran. Und wir sehen nämlich schon, die Unsicherheiten bezüglich der genauen Temperatur sind durchaus noch ausgeprägt. Wir sehen hier die Tage über Weihnachten, so knapp bis zum 26., den habe ich hier auch noch drauf in dem Diagramm. Ja, und wir sehen nämlich, die Linien sind noch relativ weit auseinander dann, was die genaue Temperatur betrifft. Man kann aber schon sagen, die allermeisten Lösungen tendieren hier für Werte um die 0 Grad. Viele sind auch im Dauerfrost dabei. Das heißt, dass die Temperaturen sogar knapp unter 0 Grad bleiben. Was wir aber auch sehen, was ich gerade noch, hat mir jemand bei Twitter gezeigt, dass eben groß angekündigt wird zu Weihnachten minus 20 Grad, ganz große Kälte. Das sehen wir hier erstmal nicht. Wir sehen wenige Lösungen Richtung zweiter Weihnachtsfeiertag, gehen mal an um die minus 10 Grad. Aber eben, ihr seht schon, die ganz große Eiskälte, die Russenpeitsche oder so, die ist da eben erstmal nicht zu sehen. Ja, das wäre einfach kalt und frostig insgesamt. Einfach eben auch nichts groß Spektakuläres. Wenn wir weiter nach Westen schauen, da sieht das Ganze natürlich, wie zu erwarten, ein bisschen milder aus, aber eben auch nicht richtig mild. Wir sehen aber auch hier gerade dann, wenn wir weitergehen Richtung zweiter Weihnachtstag, der hier noch so knapp drauf ist, der 26., dass die Linien einfach riesig auseinandergehen. Da gibt es natürlich auch Lösungen, die schon wieder von Nordwesten oder Westen schon wieder mildere Luftmassen einsuppen lassen. Wir sehen aber auch erstmal die Linien doch ziemlich einheitlich dann so, wenn man das Mittel betrachtet, eher so im Bereich zwischen 0 und 5 Grad bei den Tageshöchstwerten, aber eben auch gerade hier im Westen nichts Spektakuläres in Sachen extremer Kälte oder so, zumindest erstmal so knapp bis Weihnachten. Selbst wenn es natürlich hier auch mal für mäßigen Nachtfrost unter minus 5 reichen kann. Ja, das erstmal so zusammengefasst im Diagramm. Ich will euch das nochmal zeigen anhand des ECMWF-Hauptlaufs. Der ist hier jetzt zusammengefasst im Trend. Wir schauen uns das mal für Hannover an. Und der befindet sich nämlich nächste Woche mit dem Dauerfrost hier in Hannover. Sehen wir ganz gut, befindet sich am untersten Ende der Bandbreite. Dieses rot hinterlegte sind die Tageshöchstwerte, die Bandbreite der Tageshöchstwerte. Und da liegt der Hauptlauf, die Hauptlösung hier eher am untersten Rand mit seinem Dauerfrost in Hannover. Es gibt viele Lösungen, die eben doch etwas milder sind. Ich bin noch etwas skeptisch, ob es wirklich reichen wird. Wie gesagt, auch andere Wettermodelle sind da noch ein klein bisschen milder. Also erstmal, ob wirklich was groß Spektakuläres ansteht in Sachen Kälte. Und das wäre ja wirklich mal minus 10 bis minus 20 Grad oder so in den Nächten. Das ist doch äußerst fraglich und das ist zumindest mal so bis 24., 25. in den allermeisten Lösungen eher nicht drin für Deutschland. Ich will euch zusammengefasst nochmal zeigen, kommen wir jetzt nochmal dazu, so grob mal den Montag bis Mittwoch, mit denen etwa eine Vorstellung habt, was ich so erzählt habe, was uns wohl so zu erwarten hat. Ich habe mal was zusammengebastelt, natürlich noch mit diversen Unsicherheiten und Fragezeichen. Wir sehen schon, es wird wohl kälter werden. Ich habe das jetzt mal so aus allen Wettermodellen mal so herausgebastelt.
gebündelt, was sich so herauskristallisiert. Und wir sehen, die Temperaturen gehen wohl zurück. Überbewertet nicht diese Niederschlagssymbole Schnee, Schneeregen. Durchaus möglich, dass mit diesem Randtief, was da aus Norden, Nordosten kommt, durchaus mal im Norden und im Osten etwas Schnee oder Schneeregen dabei sein kann. Allzu viel wird es wohl nicht sein, aber hier könnte es durchaus eben auch mal weiße Überraschungen geben. Nach Westen, Südwesten und Süden hin eher unwahrscheinlicher, dass es zu nennenswerten Niederschlag kommt. Aber der Temperaturrückgang, der sollte wohl halbwegs eingetütet sein, auch wenn die genauen Höchstwerte und Temperaturen, wie wir eben gesehen haben, natürlich noch nicht sicher sind. Kommen wir jetzt nochmal zu den Wahrscheinlichkeiten. Auch so, ich habe heute mal die Wahrscheinlichkeitskarten für den Morgen des ersten Weihnachtstages am 25. herausgesucht. Wir beginnen mal wieder mit der Wahrscheinlichkeit für eine Schneehöhe über 2 cm, also dass es richtig mal weiß ist. Und wir sehen, die Wahrscheinlichkeiten steigen weiterhin im Osten und im Süden, vor allem so von Bayern bis nach Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Teilweise steigen sie etwas an, sind aber auch noch nicht wirklich richtig erhöht. Ihr seht eben, gemittelt aus diesen 50 Lösungen sind doch viele auch dabei, die keinen Schnee haben. Eher so bei 30-40% mal die Wahrscheinlichkeit, am geringsten weiterhin im Westen in den Niederungen beziehungsweise auch so nach Nordwesten, dass es dort weiß ist am ersten Weihnachtstag morgens. Und natürlich ist das die Karte für über 2 cm. Eine zarte Anzuckerung ist hier natürlich nicht mit inbegriffen. Wenn wir uns das für die Temperaturen anschauen, bestätigt sich auch der Trend für kalte Weihnachten. Auch hier schauen wir uns das mal an für den 25. und wir sehen schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, vor allem nach Osten, grob gesagt in der Osthälfte. Da haben wir doch schon Wahrscheinlichkeiten 70-90% für Frost. Also da deutet doch alles schon auf recht frostig kalte Weihnachten hin. Etwas geringer sind die Wahrscheinlichkeiten so nach Westen hin. Das ist ja auch schon die Tendenz in den vergangenen Tagen. Eine Karte habe ich noch auf Lager. Klar, es kann sich im weiteren Verlauf durchaus ein Anzapfen der eisigen Luft ergeben. Die Berechnung von heute Morgen aus dem US-Wettermodell. Und wir sehen es für den 27. Ja, das ist jetzt eben einfach noch ziemlich lange hin. Und da gibt es immer Lösungen, die natürlich ein Anzapfen der Kälte im Osten berechnen. Das wäre hier eben nach der Berechnung von heute Morgen dann drin, dass eben am Rande dieses Hochs, dass es sich ideal positioniert, dass uns diese eisigen Luftmassen dann erreichen. Tiefdruck über Südeuropa, über dem Mittelmeerraum. Das wäre natürlich auch eine spannende Konstellation dann eventuell in Sachen Schnee, dass die Mittelmeertiefs dann eben auch Niederschläge über die Alpen schaufeln. Also wie gesagt, Möglichkeit besteht natürlich, aber das ist einfach viel zu lange hin. Das ändert sich alle 6 Stunden, was dort berechnet wird. Spannung ist also gegeben. Wir halten euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Ich habe wieder genug erzählt. Abonniert einfach unseren Kanal. Morgen gibt es das nächste Update von mir. Macht's gut, bis dann und ciao.